Hallo André. Hallo Florian. Schön, dass du Zeit genommen hast. Gerne. Nimm Platz. Schön, dass es geklappt hat. Danke. Ja, sag mal, was hast du uns eigentlich aus unserem letzten verabredeten Schritt gelernt? Ach, hör auf. Ich weiß. Ja, wir haben uns ja letzte Woche getroffen und hatten den Schritt verabredet. Ich habe es ja auch noch vor mir. Aber ganz ehrlich, ich habe so viele Aufgaben gerade zu tun. Ich hatte keine Zeit. Also, tut mir leid. Kann ich nicht sagen. Okay, was ist das Problem, dass du keine Zeit hattest? Naja, mein Chef, der haut mir die Aufgaben rein ohne Ende, meine Mitarbeiter müssen Überstunden abbauen, ich muss Präsentationen fertig machen, ich schaff's einfach gerade nicht. Also jetzt auch noch Cutter, also für Cutter habe ich gar keine Zeit. Okay, wo kann ich denn den Ist-Zustand der anstehenden Aufgaben und benötigten Kapazitäten sehen? Ich meine, wäre es nicht klasse, wenn du vor deinem Chef auf einen Blick darstellen könntest, was das Problem ist? Also ich wüsste jetzt nicht, was du da sehen möchtest, aber ja, wäre klasse. Okay, also ehrlich gesagt geht es mir auch gar nicht darum, dass ich weiß, wie viele Aufgaben du und deine Mitarbeiter zu erledigen haben. Mir geht es vielmehr darum, dass die Verabredung zwischen dir, deinem Chef und die deiner Mitarbeiter transparent und nachvollziehbar ist. Okay, klingt klasse, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist nicht schlimm, dass du es nicht weißt. Also andere Manager hier an diesem Standort haben dafür eine Lösung gefunden. Okay, wie geht die? Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber ich müsste mich noch mal vorbereiten, dann könnte es sein. Okay, wie lange brauchst du dafür? Er gibt mir bis morgen Zeit. Morgen, und wie lange, was machen wir dann? Dann machen wir einen Rundgang, dann zeige ich dir mal ein bisschen was vor Ort. Alles klar, das heißt, wir sparen jetzt die Zeit, ich kann die Folien fertig machen für meinen Boss und dann sehen wir uns morgen nochmal. Mach einen Termin mit der Sekretärin, dankeschön. Super, danke, tschüssi. Klasse. Ja, warum haben wir Ihnen das jetzt vorgespielt? Ja, ich räume mal kurz den Tisch weg und dann haben wir versucht, Ihnen eine reale Situation aus unserem Alltag nahezulegen, wie wir als Multiplikatoren bei der Siemens AG arbeiten und mit Führungskräften reden. Dabei nehmen wir die Rolle des Coaches für Führungskräfte ein und versuchen, die Essenzen der Cutter unseren Führungskräften nahezulegen. Und im Wesentlichen kennen Sie die alle und sollten Sie kennen, wenn Sie die Cutter jetzt gerade anfangen. Wir wollen versuchen, unseren Führungskräften faktenbasierendes Führen beizubringen, ursachenorientiertes Führen beizubringen, hochfrequent natürlich zu führen, kleine, viele, schnelle Schritte zu machen und auch gerne zu simulieren und zu experimentieren, wenn denn Probleme da sind. Aber zunächst einmal, wer sind wir überhaupt? Ja, richtig. Zu meiner linken Seite ist der Herr Florian Fittgau, der sich, bevor er mit der Cutter sich beschäftigt hat, sich um das Thema SAP-Datenmanagement, Projektmanagement und den Prozessdesign beschäftigt hat. Ja, seit Oktober 2014 gehört er eigentlich so ein bisschen unserer Cutter-Gilde an bei Siemens und ist seitdem verantwortlich für die Bereitstellung der Architektur zur Führungskulturentwicklung bei der Firma Siemens mit dem Schwerpunkt Cutter. Genau, und das ist der André Schwarz, ist seit der Cutter oder Mitglied der Gilde, wie du es gerade gesagt hast, seit Januar 2013 dabei. Bevor er das war, war er erst auf dem Bau tätig und dann später Monteur in der Triebwerkstechnik und arbeitete in der Instandhaltung, hatte also auch mit der Cutter gar nichts zu tun. Und mittlerweile ist er dafür verantwortlich, die Cutter-Führungskultur im Werk Berlin zu implementieren. Aber wir sind nur zwei von vielen Multiplikatoren, die bei Siemens in der Gasturbine gerade anfangen zu arbeiten. Zwei weitere sitzen ja auch unter uns, Carsten Klages und Carsten Seidel, die meisten sicherlich bekannt. Und ganz viele andere Gesichter, die an den verschiedenen Standorten tätig sind. Ein besonderes Dank geht hier an Carsten Klages, der uns heute auch ermöglicht hat, hier zu sein und vor allem uns und speziell mir dann auch in dem letzten Jahr die Cutter sehr nahegelegt hat und die Essenzen beigebracht hat. Und ich hoffe, wir erzählen jetzt nichts Falsches. Insofern danach bitte Feedback. Florian hat es schon richtig erwähnt. Wir Multiplikatoren arbeiten mit Menschen, die wiederum an Siemens-Produkten arbeiten. Eins dieser Siemens-Produkte ist, oder unsere Siemens-Produkt ist die Siemens-Gasturbine, die mit 445 Tonnen Gewicht und 400 Megawatt Leistung auch ordentlich Wumms macht. Im letzten Geschäftsjahr haben wir in unserem Fertigungsverbund insgesamt 41 Gasturbinen ausgeliefert. Also hier hören wir schon, dass wir uns nicht in einer Serienfertigung, wie die meisten Firmen, die ich heute schon kennengelernt habe, sich befinden, sondern wir wirklich in einer kundenspezifischen Einzelfertigung sind, ja, an der wir unsere Cutter quasi, in der wir die Cutter nutzen. Ja? Anwenden, ja. Anwenden. Genau. Hier sehen Sie nochmal, wie global wir aufgestellt sind. Wir haben Standorte weltweit, an denen wir unser Know-how für Konstruktion, Fertigung, Vertrieb ja generieren und auch tagtäglich verbessern. Genau, und dem einen oder anderen ist es jetzt auch aufgefallen. André hat gerade das Wort Verbesserung benutzt. Und dann wollen wir natürlich die Cutter schaffen. Und wir sind heute nicht hier, um uns als Person vorzustellen oder die Firma Siemens, sondern Ihnen auch einen kleinen Beitrag zu bringen und einen Mehrwert mitzubringen. Unser Thema lautet, gute Multiplikatoren schaffen gute Coaches und gute Coaches. Und unseren Job, Multiplikator sein,
Leider geil. Leider geil. Doch bevor wir jetzt nochmal zeigen wollen, wie wir zu guten Coaches kommen, möchte ich Ihnen überhaupt erstmal nochmal darstellen, wie wir überhaupt erstmal zu Coaches kommen. Zuallererst müssen wir erstmal in der Organisation schauen, ob wir jemanden finden, der neugierig ist, der das Thema wirklich interessiert. Im besten Fall gibt es diesen jemand in der Organisation schon, weil er zum Beispiel schon mal das Buch von Mike gelesen hat vorher. Eine andere Möglichkeit ist, wie auch in dem Gespräch, was wir quasi Ihnen gerade vorgestellt haben, dass man eine Führungskraft da angehend schon mal überzeugt hat. Wiederum andere waren schon mal in so einem Auftakttraining, wie wir es bei Siemens nennen. Wir sehen hier auf dem Foto ein Bild von diesem Auftakttraining. Das dauert ja, jetzt noch einen Arbeitstag, aber auch da habe ich heute schon gelernt, dass wir das, glaube ich, demnächst anders hinbekommen. Und was passiert in diesem einen Arbeitstag? Ja, da bekommen die Teilnehmer von Siemens Grundlagen zur Verbesserungskata, zur Coaching-Kata und können wirklich erstmalig das Thema wirklich fühlen, spüren und wirklich damit durchüben, ja, auch Spaß haben damit. Ja? Genau. Was passiert danach? In der sogenannten Kick-Off-Phase muss dann noch geklärt werden, ja, wen nehmen wir denn überhaupt bitte auf die Reise? Wer soll denn überhaupt Coach werden? Und wie sieht das Betreuungsmodell von uns Multiplikatoren aus? Auch da hat sich das kollegiale Coachen bei Siemens bewährt. Genau, das ist so unser neuester Stand, wie wir mittlerweile Coaches ausbilden. Das ist das Prinzip des kollegialen Coaches, wo 2 bis 4 Leute in einem Überkreuzmodell, in einer geschlossenen Lerngruppe gleichzeitig die Verbesserungs- und Coaching-Cutter tatsächlich lernen. Wir als Multiplikatoren sind an der Stelle sowas wie ein Trainer. Man kann das mit dem Golfsport sicherlich, oder du hast es vorhin auch mit Football, glaube ich, oder Baseball verglichen, also aus dem Sport vergleichen. Wir sind am Anfang dabei, den Schwung erstmal, also die Cutter, den Teilnehmern beizubringen und anzutrainieren. Und je weiter das Training fortgeschritten ist, so mehr nehmen wir uns auch raus als Multiplikatoren und korrigieren nur noch Kleinigkeiten im Schwung, also um Anwendung der Cutter. Im Wesentlichen durchlaufen die Teilnehmer dann in diesem kollegialen Coaching-Phase, die so um die 60 Coachings geht. Wenn täglich, können wir es sogar tatsächlich verkürzen auf 10 Wochen, durchlaufen die Teilnehmer 5 große Meilensteine, die wir versuchen dort zu erlangen und die ich Ihnen jetzt einmal kurz näher bringen möchte, einfach aus Lernerfahrungen, die wir in den letzten Jahren tatsächlich gemacht haben. Ganz klar, am Anfang steht so ein bisschen, dass die Teilnehmer verstehen müssen, was Zustände sind, also Zielzustände, Istzustände beschreiben zu können. Wir haben das heute auch schon in den Vorträgen gehört. Treiber-KPIs, Prozess-KPIs zu definieren und vor allen Dingen auch Messsysteme zu etablieren, damit da Ergebnisse bei rauskommen und wir tatsächlich auf Fakten aufsetzen können. Und ganz wichtig als zweites Element, Gerd hat es vorhin auch gebracht, das Thema Prozess. Das heißt, wie laufen denn die Prozesse? Sie sollten die Prozesse verstehen, die Sie da verbessern wollen und vor allen Dingen auch beobachten können. Siemens hat so ein Defizit, dass wir gerne annehmen, zu wissen, wie Prozesse laufen. Wir bringen Ihnen bei, auch vor Ort zu gehen und zu gucken, wie Prozesse laufen. Der zweite wesentliche Meilenstein ist dann tatsächlich auch die Fragen anwenden und verstehen. Wichtig in so einem Coaching-Gespräch ist ja auch unter anderem, dass keine großen Rücksprünge gemacht werden, dass die Zusatzfragen sicher benutzt werden und klar ist, zu welchem Zeitpunkt welche Frage dann auch richtig kommt. Das heißt, wenn wir merken als Multiplikatoren, die Fragen sind richtig eingesetzt, kann man eigentlich schon fast zum nächsten Meilenstein gehen und das ist das Thema Hindernisse. Ganz klar, Hindernisse müssen gesehen werden und Hindernisse müssen benannt werden. Siemens ist nicht nur Weltmarktführer bei den Gasturbinen, sondern auch Weltmarktführer bei Probleme kennen. Nur die richtige Unterscheidung, ob es eine Auffälligkeit oder ein Hindernis ist, da tun wir uns schwer und versuchen unseren Führungskräften und Teilnehmern in diesen kollegialen Coaching genau das auch beizubringen. Nächster Schritt ist dann natürlich auch, die Hindernisse experimentell zu beseitigen und Hypothesen aufzustellen, Hypothesen zu widerlegen oder auch zu belegen und den PDCA-Zyklus zu durchlaufen und ihn anwenden zu können. Und zu guter Letzt, die ist eine relativ brandneue Lernerfahrung, ist dann tatsächlich der 5. Meilenstein, es zu schaffen, die Lernerfahrung aus dieser geschlossenen Lerngruppe zu übertragen ins Tagesgeschäft und anzuwenden, denn Cutter ist eine universelle Methode, die angewandt werden kann und angewandt werden muss überall. Und vor allen Dingen auch ins Verhalten der Führungskräfte, auch das haben wir heute schon gehört, ja übergehen soll. Da haben wir Ihnen im Wesentlichen noch 2 Tipps mitgebracht, falls Sie auch so eine kollegiale Coaching-Phase starten wollen. Ich meine, Sie haben ja alle schon teilweise gestartet oder wollen vielleicht starten. Die Berater kennen das Thema auch, wenn man anfängt, wen nimmt man denn da überhaupt?
Wer von Ihnen hat denn zum Beispiel das Problem, dass Aktivitäten nicht wirklich nachhaltig stattfinden, weil so eine Phasen immer versacken? Das habe ich heute ja schon ein paar Mal gehört. Gut, da hinten. Gut, Karl, du von Siemens, ja klar. Wunderbar. Also für euch, die es noch nicht so wissen, die anderen können mir gerne dann Tipps geben. Wir haben folgenden Tipp für uns entdeckt. Man muss nicht zwingend aufs hohe Management gehen und immer nur die Führungskräfte mitnehmen, sondern vor allem auch die versteckten Führungskräfte identifizieren. Diejenigen, die in den Organisationen mitreißen und neue Trends setzen, nicht die, die immer hinterherlaufen, auch gerne kritische Mitarbeiter, sondern diejenigen, die auch auf die andere hören. Das sind nicht immer Führungskräfte. Ein zweiter Tipp, der bei Siemens ganz gut funktioniert hat, ist das Thema, welchen Prozess gebe ich denn am Anfang solchen Leuten? Und da hat sich herausgestellt, dass wir relativ einfache Prozesse am Anfang nehmen, Prozesse, die die Leute vor Probleme stellt im eigenen Tagesgeschäft. Sei es die Aktenablage, sei es ein Outlook-Terminplanung, die Tagesplanung in Summe, E-Mail-Abarbeitung, so einfache Managementprozesse, die täglich beobachtbar sind und durch die Teilnehmer selbst beeinflussbar sind. Wenn man die am Anfang nimmt, ist die Motivation für Lernen der Cutter immer einfacher und geht ja, schneller. Ja, bevor wir verstehen wollen, was eigentlich in einem Coaching passiert, möchte ich noch mal ganz kurz darstellen, was in unseren Augen eigentlich ein guter Coach ausmacht. Auf einer recht hohen Flugebene betrachtet sagen wir, dass der Coach die Fähigkeiten des Verbesserers entwickelt. Dazu nutzt er diese 5 Meilensteine, die Florian gerade schon ausführlich vorgestellt hat, zur Orientierung. Auch wichtig ist es, dass er von der Cutter überzeugt ist. Das heißt, er muss diese sicher in seinem Tagesgeschäft nutzen. Und wenn ich hier von Cutter spreche beim Coach, dann spreche ich immer von der Verbesserungscutter wie auch von der Coaching-Cutter. Natürlich sollte so ein Coaching kurzzyklisch durchgeführt werden. Florian hat es vorhin auch schon mal dargestellt gehabt, 61 Coaching-Zyklen brauchen wir. Da sagen wir, täglich muss es sein für einen guten Coach. Genau. Natürlich wollen wir auch, dass der Verbesserer ja, lernt. Das heißt, wir müssen ihn bewusst auch mal Fehler machen lassen. Aber bei aller Liebe zur Entwicklung der Person, wir sind auch verantwortlich immer noch für den Prozess, der dahinter steckt. Auch da ist es wichtig, immer noch auch auf das Ergebnis zu achten. Genau. Was immer gerne auch ein bisschen unterschätzt wird oder auch vergessen wird, ist das Thema Motivation. Eigentlich geht es auch so ein bisschen darum, auch Spaß bei der Arbeit zu haben. Das heißt, wirklich der gute Coach muss eigentlich seinen Verbesserer ja, wirklich mitreißen können. Ja, wirklich mit ihm Spaß haben, ja, und wirklich auch kleinste Erfolge wertschätzen mit ihm und nicht nur bei ihm, sondern wirklich auch bei sich und seiner Mannschaft. Auch hier haben wir noch einen Tipp mitgebracht. Entwickeln Sie einen Zielzustand für den Verbesserer, um die Entwicklung der Fähigkeiten wirklich darstellen zu können oder abbilden zu können. Genau. Und André hat es ja gerade auch schon angesprochen, das Thema Motivation spielt natürlich bei uns Multiplikatoren dann auch eine Rolle. Das heißt, wenn wir in diese geschlossenen Lerngruppen gehen oder später dann auch in der Ausweitung, sorgen wir natürlich auch für Motivation und bringen immer ein freundliches Lächeln mit, motivieren die Mitarbeiter, wenn sie denn auch mal einen Schritt erfolgreich abgeschlossen haben. Das sind Menschen, mit denen wir arbeiten, Menschen, die wir entwickeln und Menschen wollen motiviert werden, damit sie sauber ja, auch arbeiten und dann im Endeffekt auch die Cutter tatsächlich lernen. Wie läuft jetzt so eine kollegiale, geschlossene Lerngruppe ab? Im Wesentlichen haben wir es heute auch schon ein paar Mal gehört. PDCA wird auch dort angewandt. Das ist, wie gesagt, eine Gruppe zwischen 2 und 4 Leuten. Das heißt, jeder ist mal Verbesserer und jeder ist mal Coach. Und in einem Coaching gibt es halt diese 4 Phasen. Die Vorbereitungsphase, die Durchführungsphase, die Feedbackphase und die Nachbereitungsphase. In der Vorbereitungsphase spricht der angehende Coach mit dem Multiplikator, der wie gesagt dieser Trainer ist, der ihn dem Schwung erstmal beibringt, die Stelle ab, die im Gespräch adressiert werden soll, wo er denn die Fähigkeit des Verbesserers tatsächlich verbessern möchte oder was er als Coach erstmal lernen möchte, wo er immer wieder Schwierigkeiten hat. Dann gibt es diese Durchführungsphase. In der Durchführungsphase, die dauert so in der Regel 10 Minuten, länger sollte ein Coaching-Gespräch in dieser Phase eigentlich nicht dauern, wird darauf geachtet von dem Multiplikator, wie gut der Schritt tatsächlich gemacht worden ist. Im Anschluss wird dann Feedback gegeben, beziehungsweise Feedback auch erstmal eingeholt, und zwar vom Verbesserer, vom Coach und vom Multiplikator, sodass in dieser geschlossenen Lerngruppe auch Vertrauen aufgebaut wird und man miteinander arbeitet an den richtigen Schritten und die richtigen nächsten Schritte adressieren kann. Ja, und in der Nachbereitung passiert genau dieses Adressieren. Man nimmt den Schritt mit für das nächste Coaching. Was nimmt man sich vor? Das wird dort verabredet, sodass der nächste PDCA-Zyklus am nächsten Tag in der gleichen Paarung wieder starten kann. Wir als Multiplikatoren entwickeln also Menschen und entwickeln Coaches. Und unser Job ist es im Endeffekt, da auch den nötigen Spaß mit reinzubringen.
Da haben wir Ihnen auch noch einen kleinen Tipp mitgebracht. Wir haben bei Siemens Coach-Protokolle entwickelt. Coach-Protokolle, die im Wesentlichen dann die Zielzustände reflektieren und im Wesentlichen eine standardisierte Feedbackgebung ermöglichen, sodass die Leute, wenn man mit denen spricht, auch ganz genau wissen, was man da sagt. Ja, nach ca. 61 Coaching-Zyklen sagen wir, ist der Coach so weit, dass man ihn wirklich eigene Verbesserer zuordnen kann. Schließlich wollen wir ja auch die Ausbildung, die Organisationsausbildung weiter vorantreiben. Wir wollen auch ertragt werden von, du hast es schon aufgepoppt. wir Multiplikatoren wollen schließlich auch, dass die Organisation autark läuft. Uns Multiplikatoren stellt so eine Ausweitung immer vor kapazitiven Herausforderungen. Das heißt, dass wir jetzt einen Coach-Coach benötigen und demnach Coach-Coach-Fähigkeiten in der Organisation, in dem Bereich entwickeln müssen. Auch hier ist es ganz wichtig, dabei zu achten, dass sich wirklich nur fähige Coaches weiterlassen zur Coach-Coach-Ausbildung. Ja, wieso läuft so eine Coach-Coach-Ausbildung ab? Dafür gibt es natürlich kein Training, sondern das passiert wirklich bei uns on the job. Das heißt, da sind wir Multiplikatoren bei dem Coach-Coaching mit bei. Und wenn auch da diesen PDCA-Zyklus, den Florian gerade schon vorgestellt hat, mit der Vorbereitung, mit der Durchführung, mit dem Feedback und mit der Nachbereitung auf den Coach-Coach an, um wirklich dort die Fähigkeiten des Coach-Coaches zu etablieren und zu entwickeln. Ja, auch da haben wir Ihnen natürlich noch zwei Tipps mitgebracht. Wer kennt denn von Ihnen das Problem, dass Coach und Coach-Coach-Aktivitäten einschlafen? Zum Beispiel, wenn Sie als Berater nach 3 Wochen ein Unternehmen kommen und feststellen, dass eigentlich nichts passiert ist. Kennt das jemand das Problem? Ja, okay, Siemens, okay. Und da habe ich natürlich einen Tipp mitgebracht gehabt. Achten Sie darauf, dass Verbesserer, Coach und Coach-Coach wirklich in hierarchischer Beziehung zueinander stehen, um Kata als direktes Entwicklungsinstrument zu etablieren. Ein weiteres bekanntes Siemens-Problem ist, dass Verbesserungs- und Lernprozesse eigentlich wieder einschlafen. Ja, auch da ein Tipp von uns, achten Sie darauf, dass die Themen, die Sie auswählen, wirklich einen Alltagsbezug haben und wirklich ein Problem in Ihrem Tagesgeschäft darstellen, ja, um Priorität bei den Mitarbeitern und Motivation auch dort hochzuhalten. Genau, und jetzt bleibt eigentlich nur die Frage offen, was ist jetzt also ein guter Coach-Coach? Und wir haben es nicht verklickt, im Endeffekt haben Sie genau die Folie gerade eben schon gesehen. Der Coach-Coach unterscheidet sich da nicht groß vom Coach, außer dass er nicht die Fähigkeit des Verbesserers im Fokus hat, sondern die Fähigkeit des Coaches natürlich im Fokus hat. Das heißt, wie gut coacht denn der Coach tatsächlich, wie gut wendet er die Frageroutine an, wie gut bereitet er sich aufs Gespräch vor, wie gut macht er die Nachbereitung, also alle Qualitätskriterien, die für einen Coach gelten, muss der Coach-Coach im Auge behalten. Und wenn er das richtig gut kann, ist er halt auch ein richtig guter Coach-Coach. Auch da ein kleiner Tipp, der sich bei Siemens etabliert hat, hat dieses Thema Coach-Coach-Protokoll, ähnlich wie das Coach-Protokoll, kann man auch da eine Standardisierung etablieren in der Organisation, die dafür dient, standardisiert Feedback geben zu können, um Ausbildung abbildbar zu machen, messbar zu machen und dann auch sich dran zu richten oder sich dran auszurichten. Und im Wesentlichen sehe ich gerade, wir haben noch 1 Minute Zeit. Ich glaube, wir sind ganz gut drin in der Zeit gekommen. Das war es auch schon. Die Reise, auf die wir Sie mitnehmen wollten, meine Damen und Herren, so ein bisschen die letzten Lernerfahrungen, die Siemens tatsächlich gemacht hat bei der Ausbildung von Coaches und Coach-Coaches. Wir, André und ich und die anderen Multiplikatoren, die Sie gesehen haben, mit der Kata Verbesserer, Coaches und Coach-Coaches aus. Wir arbeiten da direkt mit Menschen, entwickeln Menschen, haben jeden Tag mit Menschen zu tun, entwickeln Mitarbeiter und Führungskräfte auf den von Ihnen sicherlich schon bekannten Prinzipien. Und aus diesem Grund finden wir unsere Aufgabe leider geil. Danke. Vielen Dank.